auf kochblogradio.de. Hier ist die Roland Rosenbauer Show. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Roland-Rosenbauer-Show. Heute geht es hier um Küche und Kino und um einen interessanten Film. Wer Dolores noch nicht kennt, wird sie heute kennenlernen. Die Roland-Rosenbauer-Show auf Kochblog-Radio, eurem Lifestyle-Sender. Bei uns geht es heute um Küche und Kino und wie das zusammenhängt, werdet ihr im Lauf dieser Sendung erfahren. Barbara, unsere Food-Korrespondentin aus den Niederlanden, ist in Franken aufgewachsen und hat in ihrer alten Heimat die Möbelmacher besucht. Ich sitze hier in Untergrumbach mit Herwig Danzer zusammen, eine ganz besondere Werkstatt. Hier werden maßgefertigte Möbel und Küchen aus regionalem Holz gefertigt und hier gibt es auch immer jedes Jahr Kultur. Das ist schon eine Besonderheit, glaube ich. Und auch die Küchen, die die Werkstatt hier verlassen, die sind sehr besonders. Herwig, erklär uns doch mal, was ist das Besondere an den Möbelmacherküchen? Ja, das Wichtigste daran ist natürlich zunächst mal, dass sie komplett aus Massivholz sind, und zwar aus dem Massivholz hier aus der Region, aus Franken. Die Buche zum Beispiel, die jetzt gerade erst eingeschnitten wurde, ist genau 1940 Meter von unserer Werkstatt weggestanden. Aber auch sonst kommt eben alles aus Franken. Aber das ist eben nur ein kleiner Teil. Das ist die Fertigung selber, die in Einzelanfertigung entsteht. Und das Wesentliche daran ist eigentlich, dass wir die Küchen gemeinsam mit unseren Kunden entwerfen und sie in Einzelanfertigung entstehen. Das heißt, die Zeichnung ist zunächst mal das Wichtigste. Vom Grundriss aus macht man sich gemeinsam Gedanken, wie kann sowas aussehen. Und dann ist die Ausführung natürlich völlig frei in alle Richtungen. Und wie funktioniert das in der Praxis? Also sagen wir mal, ich interessiere mich jetzt für eine eurer Küchen, dann fahre ich nach Untergrumbach für einen vereinbaren Termin und dann von da aus wird dann geplant. Also statistisch ist es so, dass natürlich alle im Internet sich vorher informieren, denn offen gestanden, auch wenn Untergrumbach nur 25 Minuten von Nürnberg weg ist, für den Nürnberger an sich erscheint es wie eine Weltreise, auch wenn sie das nicht ist. Aber er hat natürlich vorher im Internet, im YouTube-Kanal und auf Facebook überall alles gesehen, was es an Videos und Informationen über diese Küchen in Einzelanfertigungen gibt. Und deswegen ruft er an und macht einen Termin aus. Das ist auch insofern hilfreich, als ich ihn dann nochmal darauf hinweisen kann, er möchte doch bitte unbedingt nicht einfach so mal reinschauen, sondern er möchte den Grundriss mitbringen. Er möchte vorher die Küche natürlich von allen Seiten fotografieren und auch das Haus. Denn es geht ja auch darum, dass es irgendwie so eine Küche einen Zusammenhang haben sollte zu dem, wie die Menschen wohnen. Und je mehr Fotos wir haben und je besser der Grundriss ist, desto schöner kann man natürlich auch gemeinsam planen, gemeinsam kochen und dann natürlich auch die ganzen Geräte ausprobieren. Ja, und wie sieht es jetzt zum Beispiel mit der Optik aus? Wir sitzen jetzt hier in einer wunderschönen, ich glaube, Buchenküche mit Geräten, schwarzen Fronten, sehr modern, schwarze Keramikarbeitsplatte, ein Überbauschrank mit aus, kannst du es erklären, Glas mit einem Foto von einem Wein, Rotweinstrahl, also eine sehr moderne Küche. Welche Art von Küchen stellt ihr optisch her? Alle. Das ist ja das Schöne dran. Die Einzelanfertigung ermöglicht uns eben von der Schlossküche in Schloss Weiherhaus neben Feucht, was sehr landhausmäßig ist, zu machen, was eben zu diesem Haus passt, was zu diesem Schloss passt. Trotzdem ist es eine super moderne Küche, aber sie hat halt eben Anleihen an den Stil, der zu diesem Gebäude aus dem Jahr 1722 passt. Und hier ist einfach eine moderne Küche, die mit einem Digitaldruck hinter Glas eben die Gestaltung übernimmt. Es geht nicht darum, dass Massivholzküchen immer ausschauen müssen wie die Holzküche aus dem Bilderbuch, sondern es geht einfach darum, dass wir die Gestaltung finden, die genau für diesen Kunden passt. Und deswegen sind auch alle unsere Fotos immer so, dass der Kunde mit drauf ist, dass man einfach sehen kann, für diesen Kunden war das die beste Küche und für mich finden die sicher auch die Lösung, die mir am besten zusagt. Küche und Kino lautet das Motto der heutigen Sendung und wir sind noch bei der Küche. Handgefertigte Edelküchen kommen aus Untergrumbach. Dort arbeiten die Möbelmacher und unsere Food-Korrespondentin Barbara hat sie besucht und spricht mit Herwig Danzer. Spezialität von euch sind ja die geölten Oberflächen dieses Massivholzes.
Ich kann mir vorstellen, manche Menschen sind da ein bisschen zurückhaltend, sagen, geöltes Holz in der Küche kann schwierig mit der Pflege sein. Das ist das größte Vorteil im Prinzip, mit dem wir zu tun haben. Wir können das bei uns eben sehr gut und sehr einfach ausräumen, indem wir mit Edding auf diesen Platten rummachen und es mit Öl wieder entfernen. Und dadurch, dass wir einfach die Möbelmacherküche haben, die seit 1997 täglich von 10 bis 20 Leuten im Einsatz ist und auch im regionalen Musterhaus drüben. Meine eigene Küche ist seit dem Jahr 2000 im Einsatz. Die war vorher noch auf 4 Messen. Damit kann man sehr gut und glaubwürdig belegen, dass eigentlich nur Massivholz so eine Belastung aushält und trotzdem ein Leben lang dann gepflegt werden kann. Wohlgemerkt, im Kochbereich, nicht im Nassbereich. Im Nassbereich, da ist Holz weniger geeignet, da haben wir Keramik, Edelstahl, Granit auch manchmal. Aber im Kochbereich, da wo man sitzt, an der Insel, wo man die Arme drauf hat, wo man sich einfach wohlfühlt, wo es auch schön ist, wenn es nicht so laut ist. Das Geräusch ist ein wesentlicher Vorteil vom Holz. Da ist geöltes Massivholz einfach erste Wahl. Und wie sieht es bei den Geräten aus? So, wenn ich mich hier umschaue, da sind nachher hier auch die neuesten Trends zu sehen. Also Sous Vide, ich glaube, Schockfrostgeräte sind neu in der Linie. Also man kann im Prinzip mit allen Wünschen bei euch aufschlagen. Richtig. Es geht nicht darum, jeden vom Sous-Vide-Garn zu überzeugen, sondern es geht darum, für die Menschen, die daran Interesse haben, alles zu zeigen, was es im Moment aktuell gibt, was wir für sinnvoll halten. Und es ist immer unsere Aufgabe, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode zu schildern und die Aufgabe der Kunden, die Prioritäten zu setzen. Beim Sous-Vide-Garn ist es zum Beispiel so, dass wir das allererste Gerät, das überhaupt in die Arbeitsplatte eingebaut werden konnte, eingebaut haben. Wir haben den ersten Schockfroster für den Privathaushalt, der von Irinox nach Deutschland geliefert wurde. Und wir probieren einfach. Wir müssen Ahnung haben davon. Und wenn es ein Kunde fragt, wie ist denn der Schockfrost? Im Moment kann ich noch wenig drüber sagen, aber ich hoffe in ein paar Wochen, dass wir dann davon schon Ahnung haben, so wie es jetzt zum Beispiel im Moment schon vom Sous-Vide-Garn ist. Also, das heißt mit anderen Worten, du selber testest die Geräte, die du verkaufst, auch auf Herz und Nieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch gemeinsam mit den Kunden beim Beratungsgespräch gemeinsam kochen. Denn ein Teppanyaki zum Beispiel, diese Edelstahlplatte, die mit Thermostat beheizt wird, die einfach nur zu erklären, dass es schön ist, darauf zu kochen, das macht schlichtweg keinen Sinn, weil es ist nicht nachvollziehbar. Wenn man dann tatsächlich ein paar Chips drauf macht, was anderes noch drauf brät, ein Spiegelei, wenn es nur ist, dann erkennt man, wie schön es ist, an der Insel zu sitzen, wo einer kocht und die anderen was zu essen haben oder was auch zum Arbeiten, zum Vorbereiten. Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch eure Philosophie, dass die Küche kein oder nicht nur ein Arbeitsraum, sondern eigentlich ein Lebensraum ist. Und dann trifft sich das ja auch wieder mit dem Anspruch, dass ihr auch Kultur vermittelt bei euch hier in den Hallen, auf dem Gelände, dass Kochen und Leben eigentlich zusammengehört. Das Schöne daran ist, dass es immer mit den Leuten zu tun hat, mit denen man dann auch gern zu tun hat. Denn es sind die Menschen, die kochen, die für sowas ein offenes Ohr haben. Die Menschen, die für Kultur ein offenes Ohr haben, sind meistens dieselben. Da hast du ein wahres Wort gesprochen und dem habe ich jetzt auch nichts hinzuzufügen. Exklusiv auf kochblogradio.de. Hier ist die Roland Rosenbauer Show. Kochblog.